Friedhof. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne. Es geht um 40 Jahre Nord-Süd-Kommission, 40 Jahre Brandbrief, nicht zu verwechseln mit Brandmauern. Willy Brandt hatte die Kinder und ihre Zukunft im Blick, als er 1977 begann, sein Team und die Inhalte für diese Kommission zusammenzustellen. Ich war damals 11 Jahre alt und ich bin eines dieser Kinder. Und ich stelle fest, nach 60 Jahren fehlgeleiteter Entwicklungspolitik ein weiterer Versuch, die Welt, die Kulturen und ihre Menschen zu verstehen, zu verbiegen und anzupassen. Grund des Scheiterns ist die falsche Sicht, die falsche Brille und falsche Annahmen. Zur Anpassung. Anpassung ist ein Wort für die Natur, die es immer wieder schafft, sich neu zu sortieren und damit überlebensfähig zu machen. In der Geschwindigkeit unterscheidet das die Natur vom Menschen, dessen eigen ist, einen freien Willen, eine freie Identität und einen freien Glauben zu haben. So wie kulturelle Eigenheiten, die bei aller Gleichheit Ungleichheit schafft. Und genau diese Punkte sind es, die den Menschen in Obhut nehmen und eben nicht gleichsetzen lassen. Deswegen hat die Nord-Süd-Kommission 40 Jahre versucht, eine Anpassung zu schaffen, die gar nicht zu erreichen ist. Durchdrungen von guten Gedanken reicht es wieder einmal nicht zur Lösung, weil es eben keine allumfassende Lösung gibt. Und immer wieder bleiben die Fragen: Anpassung an wen, an was und vor allen Dingen warum? Afrika ist und bleibt ein Kontinent mit eigener Identität, eigener Sinnhaftigkeit und eigener Natürlichkeit. In Grenzen gezwungen durch westlichen Formungswahn, der Afrika in keiner Weise gerecht wird. Afrika lebt im Zuge eines Helferleintums und Fremdbestimmungswahn Ausbeutung, Terror und Bevölkerungswachstum wie nie. Und damit eingehend Ungleichheit, Armut und Umweltzerstörung wie nie. Was wir wirklich brauchen, wären Einsicht und Weitsicht und ein sofortiges Beenden einer Entwicklungshilfeindustrie, die sich selbst erhält. Afrika braucht eine ernst gemeinte wirtschaftliche Zusammenarbeit, gerade auch im deutschen Interesse. Wer Afrika wirklich fördern will, wer Afrika wirklich auf einen besseren Weg der Nachhaltigkeit und Teilhabe bringen will, dem muss klar sein, Afrika ist Afrika und nicht Europa. Und wir alles tun müssen, sollten und wollen, die Afrikaner auf ihrem eigenen afrikanischen Weg, der afrikanischen Agenda 2063, zu unterstützen. Nun, werte Kollegen, wir schauen doch gerne nach Afrika und prangen die demokratischen Missverhältnisse, zum Beispiel in Eritrea und in Ägypten, an. Erkennen verliehene Preise ab und erkennen Teilhabende nicht als Preisträger an. Lassen Sie doch mal in uns gehen. Können wir es wagen, als Deutschland Demokratie und Opposition im Ausland zu fordern, wenn unser eigener moralischer Kompass, egal wo man steht, immer nach links zeigen muss, um zum Ziel zu kommen? Nehmen wir als Beispiel doch mal Thüringen. Da wird demokratisch gewählt und die deutsche Kanzlerin sagt, und ich zitiere, dieser Vorgang ist unverzeihlich und das Ergebnis muss rückgängig gemacht werden. Und die anderen Parteien rufen auf, eine Brandmauer innerhalb eines frei gewählten Parlaments aufzubauen. In vielerlei Hinsicht haben es wirklich geschafft, 40 Jahre nach Willy Brandts Nord-Süd-Kommission selber zum förderungsfähigen politischen Entwicklungsland zu werden. Im Übrigen war Willy Brandt immer bemüht, Mauern einzureißen, weil er immer für Offenheit und Dialog war, auf Augenhöhe. Leider fehlt uns das mittlerweile in unserer eigenen Demokratie. Wer es verpasst, ergebnisoffen und mit Respekt und Würde miteinander zu reden, und das betrifft uns alle hier im Haus ausnahmslos, sollte nochmals über Demokratieverständnis im wahrsten Sinne des Wortes nachdenken. Übrigens, wer Brandmauern willentlich ausstellt, sollte sich genau überlegen, ob er auch auf der richtigen Seite steht. Wer hingegen Afrika und Deutschland im Einklang bringen will, braucht nicht nur Verstand, sondern auch Herz. Respekt für Afrika und Liebe zu Deutschland. Dankeschön. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Gabriel.